Hallo und herzlich willkommen zu einem XXL Diamond Painting Haul. Und zwar habe ich ein paar schöne Sachen bei Fansales gefunden. Alles werde ich euch in die Infobox setzen und verlinken. Tüte kann weg. Ich habe auch einiges mitgenommen für in Verlosungen zu packen. Da muss ich mal gucken, vielleicht hier auf YouTube, vielleicht auch auf Instagram. Deswegen folgt mir da auch gerne. Rosa87Lee_Diamond Painting heiße ich da. Da poste ich auch immer die Bilder, die ich gemacht habe oder die Sachen, die ich einfach gemacht habe im Bereich Diamond Painting. Dann seid ihr immer informiert. Genau. Und jetzt geht's los. Zum einen habe ich wieder Döschen bestellt. Ich liebe diese Döschen. Ich packe mal eins aus. Ich muss auch sagen, dass ich die Preise bei Fansales wirklich in Ordnung finde. Das ist ein türkises Döschen, so ein kleines. Finde ich super niedlich. Das sind so Schiffchen, zwei Stück. Und dann kann man ja zwei Farben painten oder eben eine. Und dann, ja, wenn man nicht mehr weitermachen möchte, kann man es hier gut verstauen. Geht nichts verloren. Ich finde die Döschen extrem süß und richtig praktisch. Da habe ich noch ein rosanes bestellt und ein lilanes. Und da packe ich ja auch immer mal wieder ein paar in Verlosungen mit rein. Dann durfte noch mit ein etwas besonderer Stift in einem super schönen Lila. Ich habe auch zwei Stifte der Art da. Einen blauen, etwas dickeren und einen hellrosanen. Ich bin damit super zufrieden, aber mir reichen die Stifte, die ich habe. Deswegen habe ich mal für euch noch einen mitbestellt. Da ist ein Schieber mit bei, Mehrfachaufsetzer. Hier ist noch ein Mehrfachaufsatz dran. Der ist so wunderschön, so ein schönes Lila, marmoriert. Hier ist dann der Einzelaufsetzer für ein Steinchen. Hat mir sehr gut gefallen. Und da kann man dann eben auch die metallischen Mehrfachaufsetzer draufstecken und damit painten. Super praktisch und die sind immer ein bisschen was teurer, deswegen ich dachte, ich bestelle einfach auch mal einen mit für eine Verlosung. Dann wieder bestellt den Schlüsselstift. Ich finde den so, so toll. Den verlose ich auch wahnsinnig gerne. Ist für ein Steinchen aufzunehmen. Ich finde den irgendwie total schön. Richtig cool. Ist auch wie so ein Schlüsselanhänger. Mir gefällt der in so einem schönen Rosaton. Und dann wieder ein Knallbonbonstift. Und ich mag diese Farbkombination unheimlich gerne. Blau mit Pink. Ach, ich finde, das sieht so schön aus. Das ist für ein Steinchen aufzunehmen. Und ich habe gerade gesehen, man kann den da aufschrauben. Kann man was verstecken. Eine geheime Post kann man da verstecken, Leute. Geheimfach habe ich hier entdeckt, ist ja cool. Kann man sich geheime Botschaften hin und her schieben mit dem Stift. Spicker. Braucht man ja beim Diamond Painten, aber nicht. Cool. Ja, die mag ich besonders, die Stifte. Dann habe ich noch jede Menge Bilder, Leute. Echt super viel. Und dann auch für eine Verlosung. Das zeige ich am Schluss. Das finde ich super schön. Doch, mache ich. Das zeige ich am Schluss. Kommen wir zu Bild Nummer 1. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was es war. Aber ich fand die Preise bei dem Shop extrem gut. Und deswegen ist es auch ein bisschen ausgeartet, muss ich leider sagen. Aber gut. Ihr liebt die Videos. Ich habe nämlich wieder bestellt. Den habe ich schon mal bestellt und den finde ich so, so toll. Hat mir unglaublich gut gefallen. Toolkit ist mit bei. Den Bär mit der Kaffeetasse. Leute, der ist so schön. Ach, ist der schön. Ich finde, er sieht so gemütlich aus mit den kleinen Knopfaugen. Ach, mit seiner Tasse hier. Könnte natürlich auch Tee sein, wer weiß das schon. Aber mir gefällt der unheimlich gut. 30x40, 24 Farben, runde Steine sind das. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, der hat einen schönen Kleber. Oh, der gefällt mir extrem gut. Steine sehen auch sehr gut aus. Schöne leuchtende Farben.
tolles Bild gesehen und direkt verliebt. Nächstes Bild. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ja, zeige ich euch später. Ich mach mal das. Oh Gott, Leute. Kann ich auch nicht zeigen. Ah, das hier. Ich zeig's gleich. Ich will erstmal noch was anderes zeigen. Ja. Das zweite Bild zu meinem anderen Astronaut. Da habe ich schon die andere Version bestellt. Da fliegt der so ein bisschen horizontal und ich liebe ja so Astronautenbilder. Und das sieht eben nochmal so ein bisschen anders aus. Ich habe davon noch eine andere Variante da. 30x30 ist das. Oh, ich finde das so schön mit dem Herz. 22 Farben, mein Gott, wow. Für das kleine Bild, Wahnsinn. Ach, mir gefällt es gut. Ja, ist eher so ein bisschen was Einfaches, was Schlichtes. Aber mir hat es auch so gut gefallen. Ich finde auch den Druck sehr, sehr gut. Obwohl das so dunkel ist, kann man das sehr schön erkennen alles. Wow, okay, Klebekraft ist extrem gut. Ich finde das schön, mir gefällt das. Toolkit ist mit dabei, das brauche ich aber nicht. Und das hier sind die Steine. Oh, ein schönes Lila sogar auch. Okay, cool. Wo kommt denn Lila? Oh, so ein bisschen zwischendurch kommt auch ein Lila. Toll. Ja, wieso nicht? Gefällt mir. Schöne, runde Steine. Ja, sehen toll aus. Freue ich mich. Ich glaube, ich werde was in diesem Video verlosen, weil ich 3 Bilder bestellt habe zum Verlosen. Dann verlose ich jetzt was in dem Video. Habe mich gerade spontan dazu entschlossen. Kommen wir mal zu diesem Bild hier. Was ist das? Oh. So schön. Toolkit ist wieder mit dabei. Bild werde ich auf jeden Fall behalten. Das sind die Steine. Viel rosa-rot-Töne. Ihr könnt es schon sehen. Es ist 30x40. Es hat 22 Farben, runde Steine. Oh, Leute, bitte, wie süß ist das? Ein Teddy mit dem Blumenmeer hier. Hier noch ein schönes Gänseblümchen in der Hand. Ich denke mal, dass das eins ist. Ich weiß nicht genau, aber das sieht so schön aus. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, weil hier ist es relativ mit, ja, viel mit Rot, aber es wird so eine Schattierung sein. Ich bin wirklich gespannt. Ah, ist das schön, ne? Oh, Leute, ich freue mich. Da seht ihr es. Super niedlich. Wow, Klebekraft ist auch hier sehr, sehr gut. Auch der Druck, wirklich Hammer. Ich würde am liebsten direkt damit anfangen. Gefällt mir sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall in die Infobox setzen. Nächstes Bild. Da ist es. Und das hätte ich mir fast letztens nochmal bestellt, weil ich gar nicht wusste, dass ich es schon habe. Und das hat Leuchtsteine. Das ist es. Ich finde, es ist so ein bisschen angehaucht, so Van Gogh-mäßig. Und das sind Sonnenblumen, aber richtig schöne Sonnenblumen, finde ich. Und wie gesagt, das hat eben auch noch Leuchtsteine. Und das hat so einen Rahmen außenrum. Finde ich auch sehr schön. Wenn man das aufhängen möchte, dann fluselt das nicht so am Rand. Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das ist es. Das ist das Vorschaubild. Gefällt mir sehr gut. Druck ist auch gut. Hat eben ja, solche Kreise, solche Umrandungen muss man relativ genau painten. Aber das wird man schon hinbekommen. 25 Farben und das X hier unten, das ist die Leuchtfarbe. Wo ist die denn?
Das ist hier so ein bisschen das Weiß, das leuchtet dann nachher. Das hier sind die Steine dazu. Wirklich tolle Farben, kräftige Farben. Gefällt mir. Bin ich gespannt. Könnt ihr auf Instagram mitverfolgen, wenn ich das mache. Dann werde ich es auf jeden Fall posten und auf jeden Fall, wenn es fertig ist, ich poste alle fertigen Sachen. Nächstes Bild. Hat mir auch gut gefallen. Natürlich, mir hat alles gut gefallen. Was sage ich? Sonst hätte ich es nicht bestellt, ist ja klar. Ihr wisst Bescheid. Toolkit ist mit bei. Brauche ich nicht. Bild werde ich auf jeden Fall behalten. Das sind die Steine. Auch schöne, kräftige, bunte Farben. Und ihr merkt vielleicht schon so ein bisschen, ich bin schon so ein bisschen im Frühling wieder. Ja, Frühling kommt. Weihnachten ist schon gleich. Wenn ihr das Video seht, ist vielleicht Weihnachten sogar schon vorbei. Und da brauche ich jetzt schon was Knackiges für den Frühling. Und das sieht schön aus. Das hier. Welcome, ein Hund. Ah, das ist so schön puristisch gemacht. Irgendwie mit dem Schmetterling auf der Nase. Hier Marienkäfer. Irgendwie das sieht so... Das ist so schön geradlinig. Das hat mir gefallen. Ja, habe ich jetzt so auch noch nie gesehen, das Bild. War mir ganz neu. Ja, fand ich irgendwie total schön. Und ich finde auch, dass die Schrift so schön klar ist, dass die gut rauskommt. Das ist mir ja auch immer sehr wichtig. Hier seht ihr das Vorschaubild. Gucken wir mal hier. Wow, Klebekraft ist auch hier wirklich gut. Druck ist auch gut. Ich kann da alles gut erkennen. Die Leinwand finde ich auch schön. Die ist nicht so dick. Das mag ich persönlich lieber, wenn die nicht so dick ist. So, das waren die vier Bilder, die ich gerne behalten möchte. Eins, was ich gerne verlosen möchte, habe ich ja auch schon gezeigt. Und dann kommen wir noch zu den anderen zwei Bildern, die ich gerne verlosen möchte. Ich habe die auch da, aber die haben mir so gut gefallen. Da dachte ich, das könnte auch erst für euch sein. Toolkit ist natürlich wieder mit am Start. Runde Steine. Die Shops haben jetzt auch ziemlich gut aufgestockt mit eckigen Steinen, aber jetzt erst neuerdings. Da, als ich das bestellt habe, gab es das noch nicht so. Ja, das ist es. Der super niedliche Geburtstagsbär hier. Der macht eine schöne Torte und isst leider die Hälfte schon auf. Ich finde das wahnsinnig schön. Mir gefällt das richtig gut und das kann man auch mal schön verschenken zum Geburtstag. Das passt, kann es einrahmen, wie auch immer. Anstatt eine Geburtstagskarte ist mal was anderes. 30x30, 21 Farben und zwar wunderschöne Pastelltöne. Ich mag das Bild richtig gerne und ich freue mich auch schon, wenn ich meins mache. Das ist die Leinwand, die glitzert auch so ein bisschen. Wow, Kleber ist sehr gut. Auch hier Druck, schön. Macht Spaß. Hat so ein bisschen Color Blocking, aber auch so ein bisschen Konfetti. Wird es einem auf jeden Fall nicht langweilig. Ich weiß jetzt gerade nur noch nicht, welches Bild ich verlosen soll. Mal überlegen. Auf jeden Fall habe ich hier noch eins, das habe ich auch. Das finde ich auch wahnsinnig schön. Ich zeige es euch. Toolkit mit Zipbeuteln sogar. Steine, auch wunderschöne pastellige Töne, runde Steine. Sehen sehr schön aus. Das ist es. Niedlich. 30x30, 20 Farben. Ein Teddybär mit Herzchen, mit Donut in der Hand. Hat er schon abgebissen? Nein, noch nicht. Gefällt mir richtig gut, ja. Was soll ich sagen? Natürlich gefällt es mir gut. Wisst ihr ja schon. Gefühlt tausendmal gesagt, aber ich bin immer hin und weg. Ja, ich verlose den Geburtstagsbär. Und mach noch einen Stift und eine Dose mit dazu.
Kommen wir aber zur letzten Sache, die ich bestellt habe. Und zwar sind das wieder Teddy-Schlüsselanhänger, so ein Zweier-Set. Dieses Mal ein Zweier-Set. Und zwar nicht mit Strasssteinen, sondern mit AB-Steinen. Das hier ist der Schlüsselanhänger. Da ist ein Toolkit mit bei, mit Kleber. Ja, zwei Bärchen sind drin. Und einmal, da könnt ihr natürlich dann auch mischen. Ihr müsst die natürlich nicht so, ja, der eine so, der andere so. Ihr könnt die auch mischen. Rosane AB-Steine, oh, sind die schön, die funkeln. Mega, die gefallen mir richtig gut, Leute. Und die sind noch schöner sogar. Die lilanen, oh, Wahnsinn. Wahnsinn, wie schön. Ein richtiger Hingucker ist das. Das werde ich aber aufheben, auch für eine Verlosung. Werdet ihr dann mitbekommen. Und jetzt in diesem Video verlose ich, wie gesagt, den Geburtstagsbären, den Knallbonbonstift und die lila Dose. Ja. Dieses Set könnt ihr hier im Video gewinnen. Was ihr tun müsst, steht auf jeden Fall in der Infobox. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.